Coach, in der letzten Woche gab es den Derby-Sieg, der allen Kölnern richtig gut getan hat. Am Samstag geht es gegen den HSV. Da begleiten uns wieder 4.000 Fans. Wie wichtig ist diese Unterstützung aktuell? Ja, das ist richtig wichtig. Wir haben ja gespürt, die totale Unterstützung gegen Gladbach im Derby. Und das war enorm. Das war Gänsehaut, Stimmung. Nicht nur fürs Trainerteam, sondern auch für die Spieler, die haben es gespürt. Und deswegen ist es ja eine klasse Sache, dass uns so viele unterstützen gerade. Und dann in Hamburg mit 4.500 Zuschauern unterstützt zu werden, das ist schon was Besonderes. Und das ist auch für uns wieder klar, wir wollen abliefern und nimmt uns noch mal ein bisschen mehr in die Pflicht. Aber das, genau das wollen wir ja auch. Dankeschön fürs Erste. Eure Fragen an den Coach. Marc Merten vom Geistblock, leg los. Ja, wie immer zunächst die Personalien. Wie sieht es an der Personalfront aus? Fällt jemand, abgesehen von Leo Bittencourt und Marcel Risse, aus? Wie sieht es mit den Rückkehrern aus? Wie geht es Matthias Lehmann? Matthias Lehmann hat gestern nochmal individuell gearbeitet, wird heute wieder ins Mannschaftstraining zurückkommen und wird definitiv eine Option sein für das Spiel gegen den HSV. Für John und Domme Marot ist es noch zu früh. Da wollen wir erst einmal ein, zwei Wochen oder drei Wochen, je nachdem, müssen wir uns mal anschauen, sie wieder im Training haben, bei der Mannschaft haben und dann werden sie wieder auch ganz normal eingeführt werden. Aber jetzt gerade für die beiden ist es noch zu früh. Ansonsten sind alle mit dabei. Salih Özcan hat einen leichten Bluterguss, Hüftbeuger, muss er rauslaufen, will er rauslaufen, also da wäre ich überrascht, wenn da noch was kommen würde. Also auch der wird heute ganz normal mittrainieren. Weitere Fragen? Lars Werner. Ja, der HSV steht wieder da, wo er gewohnt eigentlich immer in den letzten Jahren stand. Jetzt haben die nur nicht gerade einen Lauf. Wie angeschlagen oder siehst du den Gegner als angeschlagen an und sehr unter Druck stehend? Lasst uns... Natürlich, wenn du 5 Spiele in Folge nicht gewonnen hast, dann ist es auch für den Gegner schwierig. Aber ich will mich eigentlich viel, viel mehr mit uns beschäftigen. Also mit unserer Idee, mit der Idee, das Endspiele zu spielen, ein bisschen was zu riskieren. Natürlich schauen wir uns auch die Analysen an von Hamburg, was uns aufgefallen ist, Stärken und Schwächen, was werden die genauso machen. Also, und darauf werden wir reagieren. Aber ich will nicht so auf diesen, ob jemand in der Krise ist oder nicht, das interessiert mich nicht. Also wir wissen, wo sie ihre Qualitäten haben. Wir wissen, wo wir unsere Qualitäten haben. Wir müssen Dinge verbessern und das werden wir tun, um halt dann auch in Hamburg zu bestehen. Also lasst uns viel, viel mehr auf uns schauen. Weitere Frage an den Coach. Dann kommt das Mikro zu Philipp Seldorf im Anschluss. Im Anschluss, okay. Thomas Klein, hallo Herr Rothenbeck. Mit einem Derby-Sieg in die Rückrunde zu starten, ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. So einem Derby-Sieg vielleicht noch ein bisschen besser. Was hat das in der Mannschaft bewirkt, dieser Last-Minute-Sieg? Naja, also schon für uns alle wichtig natürlich, ne? Sehr emotional gewesen und eine Belohnung für die Arbeit, die wir geleistet haben. Aber jeder Spieler weiß halt auch ganz genau, dass das Ding hätte auch in die andere Richtung gehen können. Und so waren eigentlich alle Spiele jetzt, seitdem ich hier Cheftrainer bin. Du hättest alles gewinnen können, aber auch fast alles verlieren können. Und von daher, das werden wir auch schon richtig für uns einstufen. Klar, es gibt nichts Besseres, als mit dem Sieg anzufangen, natürlich auch noch im Derby. Und das wird uns auch Mut geben für die kommenden Aufgaben. Und trotzdem haben wir erst 9 Punkte und müssen einfach weiter punkten. Das ist mal Fakt. Und deswegen ist die Ausgangssituation keine andere wie vor dem Spiel in Gladbach. Philipp, bitteschön. Ja, der Gegner interessiert Sie nicht, haben Sie gerade gesagt. Ich wollte trotzdem mal fragen, welche Stärken hat denn der Gegner? Es wird ja immer nur von den Schwächen des Hamburger Sportvereins gesprochen. Ein paar Stärken muss er ja doch haben. Worauf werden Sie darauf weisen? Entschuldigung, worauf werden Sie dann achten? Also ich glaube schon, dass der HSV einige Spiele unglücklich abgegeben hat. Also ich glaube, sie hätten auch ohne Probleme 5, 6 Punkte mehr haben können. Ich finde die Arbeit gegen den Ball von HSV sehr, sehr stark.
haben Leute mit Wut oder Hahn vorne, die gegen den Ball sehr, sehr gut agieren, sind sehr gut organisiert, haben auch Qualitäten auf den Außenbahnen und die Liga ist so, so eng und außer vielleicht der FCB, ja, da kann da jeder jeden schlagen und so wie wir nur so eine verkorkste Hinrunde gehabt haben mit 6 Punkten nur, das kann auch anderen passieren und das kannst aber auch 5 miteinander gewinnen und du kannst halt auch 5 miteinander unentschieden spielen, ist alles möglich. Und das sind nur Kleinigkeiten, die ausschlaggebend dafür sind, ob jemand 18. oder 10. ist. Und da ist es beim HSV halt genauso. Die haben einfach auch wenig Spielglück gehabt in den letzten Wochen und das Spiel gegen Augsburg, was sie jetzt verloren haben, das hätte auch ganz anders laufen können, definitiv. Und von daher, ja, brauchen wir eine Top-Leistung, um halt auch in Hamburg zu bestehen. Und die Dinge sind wirklich ganz, ganz eng. Du sprachst es gerade an, dass der HSV Leute mit Wut in den eigenen Reihen hast. Erwartest du so ein bisschen auch aus, wenn man so die Vergangenheit ein bisschen betrachtet, einen überaggressiven Gegner, auf den man sich dann auch einstellen muss? Also der HSV, die Spiele, die wir uns angeschaut haben, war immer aggressiv. Gerade auch in den Heimspielen immer sehr hohes Pressing auch gehabt und haben immer versucht, schnellstmöglich Spielaufbau des Gegners zu unterbinden. Und es wird jetzt wieder nicht anders sein. Die werden wieder drauf jagen und versuchen, gutes Pressing zu spielen. Davon gehen wir aus. Jonas Klee vom Geistblock. Gegen Gladbach war es gerade in der Schlussviertelstunde ein offenes Spiel. Das hätte auch für Gladbach laufen können, aber ihr habt ja bewusst auf Sieg gespielt. Angenommen, in Hamburg läuft es ähnlich, steht 0-0, kurz vor Schluss. Würdet ihr wieder auf Sieg gehen oder wäre in Hamburg ein Punkt auch in Ordnung angesichts der punktemäßig eher schlechten Situation? Also es ist doch so, ne? Ich habe im Vorfeld habe ich ausgerufen 17 Endspiele und solange wir in der Situation sind, wo wir gerade sind, geht es nur darum, Siege einzufahren. Also wenn wir auch versuchen, auf Sieg zu spielen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und natürlich gibt es aber auch immer wieder Situationen im Spiel, du bist in Unterzahl oder was auch immer, wo du dann auch mal Dinge korrigieren musst. Aber vom Grundsatz her wollen wir ein Endspiel spielen, wollen HSV schlagen, genauso wie wir es gegen Gladbach machen wollten, genauso wie wir es gegen Bayern München machen wollten, egal wer da kommt. Wir haben diese Endspiele ausgerufen und das leben wir auch. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen an den Coach? Ja, welche Kräfte könnte denn ein Sieg freisetzen, wenn man überlegt, dass man endlich wieder Tuchfühlung hätte, auch an einem Gegner, an einem Tabellenkonkurrenten? Noch mehr Selbstvertrauen, um dann Augsburg zu schlagen. Ganz einfach. Also jedes Erfolgserlebnis, jeder Sieg wird uns weiterhelfen. Auch das habe ich schon mal gesagt gehabt. Das ist aber auch so. Und es ist, wir haben noch so viele Punkte aufzuholen und würde uns natürlich sehr, sehr gut tun. Und natürlich die Nähe zum Gegner, klar. Marc, nochmal eine Frage von dir. Und daran anschließend, man spürt so die Euphorie auch in der Mannschaft, die Freude über den Sieg, dass man wieder in Fahrt gekommen ist. Auf der anderen Seite hat Armin Fee jetzt davon gesprochen, man müsste auch demütig an diese Situation herangehen, an das Spiel beim HSV. Wie schafft man diesen mentalen Spagat zwischen auf der einen Seite Euphorie, du hast auch, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt, dass die Jungs so heiß sind, dass man sie vielleicht auch sogar entweder bremsen oder ein bisschen laufen lassen muss. Das scheint so ein gewisser Spagat zu sein. Absolut. Stimmt auch. Also wir dürfen da nicht blauäugig sein. Also HSV ist immer noch in einer besseren Situation als wir. Also das ist mal Fakt. Ja, die haben mehr Punkte als wir auf dem Konto und genau mit der Demut muss in das Spiel gehen. Wir wollen das Spiel zwar gewinnen, aber nicht blauäugig sein, sondern wissen halt, dass du halt wieder genau so ein Spiel, so diese Konsequenz abrufen musst, wie in den Spielen zuvor, wie gegen Wolfsburg und auch wie gegen Gladbach. Ja, und gegen Freiburg waren wir ein bisschen blauäugig und haben mal gesehen, wie wir da bestraft worden sind. Und das darf uns nicht wieder passieren, ganz klar. Aber ich meinte halt auch so ein bisschen mit Bremsen.
der oder die Konkurrenzsituation, die wir gerade haben im Training, ja, die ist halt wirklich brutal. Also das ist, du merkst halt in jeder Passform, in jeder Übungsform, dass jeder spielen möchte. Und mit Cordoba und auch mit Dominic Moreau haben wir dann nochmal den Druck nochmal gesteigert. Cordoba hat gestern gebrannt. Das war immer Fakt im Training. Und von daher muss man halt aufpassen, dass halt die Zweikämpfe nicht nachher so überhart ausgetragen werden, ne, dass wir dann nachher nur mit 8 Mann nach Hamburg fahren können. Also die Gefahr besteht, weil die Jungs brennen. Brennen richtig. Gibt es noch Fragen, Tobias? Ja. Bitte. Zur aktuellen Wetterlage. Kann heute trainiert werden? Und das draußen scheint die Sonne. Bisschen Wind ist da, wird schon funktionieren. Wir werden trainieren heute. Gibt es noch weitere Fragen? Uli Bauer von der Bild-Zeitung, bitteschön. Ja, der jüngste Neuzugang, da wurde zwar gestern schon drüber gesprochen, aber ist der Cuzziello auf jeden Fall dabei? Ist er ein Fall für die Startelf oder eher im Kader? Was kann man dazu sagen? Wir haben jetzt noch 2 Trainingseinheiten und mir einfach ein Bild von ihm schaffen. Ne? Also jetzt zu sagen, der ist jetzt eine Anfangsformation, würde auch allen anderen nicht gerecht werden, die gegen Gladbach jetzt auch gewonnen haben. Mit den Kader nehmen, gleich in Grün. Ja, also auch mal jetzt mal abwarten. Jetzt muss er auch erstmal ein paar Tage trainieren und dann schauen wir einfach mal, auf was für ein Niveau er auch ist. Den ersten Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe, war halt richtig gut. Also gestern, das war schon richtig gut gewesen. Und natürlich spricht da nichts dagegen, ihn mitzunehmen. Ganz klar. Aber wir haben noch 2 Einheiten und einfach mal schauen, wie er die auch verkraftet. Er ist ein junger Kerl und auch so für ihn ein großer Transfer. Und mal schauen, wie der da auch mental mit zurechtkommt. Lars, war das nochmal eine Meldung oder bist du zufrieden? Dann nochmal Marc, gerne. Ja, dann mit Blick auf die Konkurrenzsituation nochmal. Am vergangenen Wochenende haben relativ viele der Talente auf der Tribüne sitzen müssen. Dafür hast du dich für eine relativ erfahrene Bank, gerade auch in der Offensive, entschieden. Wie wichtig wird das jetzt auch beim HSV, aber auch in den nächsten Spielen sein, da Leute in der Hinterhand zu haben, mit denen man nachlegen kann? Du hast davon gesprochen, dass es keinen Jugendwahn geben darf, aber auf der anderen Seite haben die Jungen ja am Ende der Hinrunde in die Bresche springen müssen. Wie ist da in dieser Hinsicht der Konkurrenzkampf zu sehen? Ich finde schon, dass wir noch viele von den Jungs dabei haben. Ich an Sally Özcan jetzt zum Beispiel denke, an Meret denke oder an Klünter denke, die hier eine andere Rolle innehaben als vielleicht noch in den Monaten zuvor. Trotzdem natürlich haben wir schon auch eine enorme Qualität von den Jungs, die zurückgekommen sind. Und wenn ich sehe gerade, wie ein Osako trainiert zum Beispiel, ein Zoller oder auch ein Clemens, dann wird es auch für die Jungs schwierig, dran zu bleiben. Und dann trennt sich irgendwann auch die Spreu vom Weizen. Das ist dann einfach so. Und trotz allem, was wir machen wollen, also auch junge Spieler entwickeln und ausbilden, geht es aber darum, die beste Elf ins Spiel zu bringen. Und die beste Elf ist halt nicht immer nur bestückt mit jungen Spielern oder auch die Bank ist nicht mehr nur bestückt mit jungen Spielern, sondern auch mit Spielern, die eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und da auch wieder die Balance zu finden, das wird meine Aufgabe sein, mit meinem Trainerteam zusammen. Ich finde aber schon, dass wir das sehr, sehr ordentlich gemacht haben gegen Gladbach und auch also ich habe gerade so das Gefühl, dass auch der ein oder andere Erfahrene jetzt nochmal einen Schritt nach vorne macht, aufgrund der Konkurrenzsituation, aufgrund der Euphorie, aufgrund wie wir es angehen. Und Marco Höger zum Beispiel, finde ich, hat das beste Spiel gemacht in diesem Jahr, was ich von ihm gesehen habe, oder dieser Saison bis jetzt. Und von daher ist es ein richtiger Ansatz und der spürt auch den Druck von den jungen Spielern und deswegen sind die dann auch wieder so wichtig. Die Einwechslung, die wir gehabt haben mit Clemens oder auch mit Kukarausch, das waren einfach auch nochmal richtige Impulse, wie man auch nachlegen kann. Und das kriegen auch die Gegner mit. Und ein Spiel wird in der Regel nicht entschieden nur aus dem 11 gegen 11, sondern da hast du auch noch Jungs, die reinkommen, die entweder ein Spiel verbessern oder auch mal verschlechtern. Passiert halt auch schon mal. Und wir brauchen halt Jungs, die dann einen anderen Impuls setzen. Und das ist jetzt gegen Gladbach aufgegangen und das muss auch in den nächsten Wochen aufgehen. Weil das immer auch nochmal so ein Big Point sein kann. Dankeschön. Philipp, das Mikro ist unterwegs.
Wie ist es für Sie selbst? Nach dem Sieg gegen Mönchengladbach haben sich logischerweise die Chancen erhöht. Es ist so eine Art Endspiel der Endspiele gerade, was vor Ihnen liegt. Spüren Sie mehr Druck und spüren Sie, dass die Mannschaft ihrerseits, ja, wie soll ich sagen, eine andere seelische Verfassung mitbringt in dieser Woche? Da hat man gerade die Superlative von Endspiel. Endspiele der Endspiele. Die Mutter aller Endspiele. Also es ist halt ein Endspiel. Und egal was passiert, es geht auch danach weiter. Und der Druck war auch vor dem Ausrufen der Endspiele sehr enorm, also auch auf meiner Seite. Und ich habe auch jetzt wieder richtig Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Habe aber ein super Trainerteam um mich herum, die mir da entsprechend dann zur Seite stehen. Und deswegen werden wir das auch in den Griff bekommen. Aber der Druck ist natürlich riesengroß, weil wir abliefern wollen. Also ihr habt mir ja immer erzählt, ich habe eine Riesenchance hier. Und das kann ja nicht so viel schlechter sein als das, was in der Hinrunde gewesen ist. Wir sehen das ganz anders. Also wir wollen abliefern. Wir wollen die Fans, die kommen, nicht enttäuschen und wollen dann wieder, wenn man das wieder ein bisschen ummünzt auf die Mannschaft, immer wieder eine Mannschaft auf den Platz bringen, die nicht enttäuscht. Und jetzt kommt es wieder. Ich kann nicht fürs Ergebnis garantieren, aber ich kann dafür garantieren, dass eine Mannschaft ist, die Vollgas gibt. Ja. Und so, und deswegen ja, ist Druck auf jeden Fall da, ganz klar. Und den wollen wir auch.